Ja, hier ist Rumibi LP und das hier ist der zweite Versuch mit der neuen Capture Card aufzunehmen. Naja, es hat nicht an der Capture Card gelegen, sondern daran, dass ich es hat daran gelegen, dass ich versuchte mit dem Laptop, der ein bisschen zu schwach war, aufzunehmen. Und das hat nicht ganz hingehauen. Und da hat es die Kommentarspur verhauen. Das Video hat, glaube ich, auch ein paar Bildfehler. Und ja, die nächsten paar Stunden, also ich weiß nicht, wie lange das ich jetzt bei diesem zweiten Versuch brauche. Aber ich hatte schon 2,5 Stunden aufgenommen von diesem Punkt aus und jop. Daher weiß ich jetzt einigermaßen, wie es läuft. Nee, eigentlich gut. Naja. Schlüssel bitte. Ja. Ja, ich hatte jetzt habe jetzt eine sehr lange Zelda-Pause hinter mir. Ich habe auch erst gestern, nee, vorgestern bemerkt, dass ich hier eigentlich sogar noch 4 Episoden in Vorbereitung auf der Festplatte gehabt hätte, die ich hochladen hätte können. Oh, der Master Key, genau. Ach ja, das war. Ja, gleich hier. Ja, eine Schatztruhe. Und ich hoffe, ich sterbe nicht schon nicht noch. Ja, ich bin. Beim ersten Versuch bin ich hier ein paar Mal gestorben, hier durchzukommen. Und ja. Jetzt muss ich mir wieder überlegen, was wollte ich alles erzählen. Also ja, zum einen habe ich eine lange Pause mit Zelda hinter mir. Ich hatte zum Teil einfach keine Lust und zum Teil war einfach anderes los und die will mir sagen, dass ich tiefe Herzen habe. Dann, ja. Ein weiterer Grund war eine Krankheit oder zwei sogar, ich weiß nicht mehr. Ja, es ist schon ewig lange her, dass ich Zelda gespielt habe. Und eigentlich ist fast gut, dass ich diesen Teil nochmals machen muss. Denn somit dauert es nicht so ewig lang, bis ich kapiere, wie das Steuerungsprinzip wieder funktioniert und so. Also beim ersten Versuch, bis ich mal hier an dieser Stelle war. Dauerte es Ewigkeiten, also etwa eine halbe Stunde oder so. Und dann hatte ich hier dieses Problem und ich dachte, ich muss irgendwie einen anderen Weg finden. Und dabei muss man einfach hier zuerst schauen, dass das Seerosenblatt richtig gekippt ist. Und ja, wie gesagt, neue Capture Card habe ich erzählt. Außerdem habe ich aber auch noch mir die Wii U angelegt, also zugetan. Ich weiß nicht, was das richtige Deutsch dafür ist. Auf jeden Fall. Ah, noch ein Fail-Moment der letzten Aufnahme. Wie kommt man auf das Podest da? Ganz einfach. Man braucht und benutzt diesen Wirbelteil hier. Habe ich völlig vergessen. Ja. Hab mir die Wii zugelegt wegen Wind Waker HD. Und ich muss sagen, bin begeistert von dem Spiel. Hab die GameCube-Version hatte ich noch nicht gespielt. Bei den Pflanzen muss ich mich immer konzentrieren.
Mist. Naja, ich habe ja gespeichert. ich muss sagen, Zelda Wind Waker HD Hammer Grafik für ein Zelda. Also es ist ja das erste HD Zelda, oder? Der Grafikstil, muss ich ehrlich sagen, ist mir ein bisschen zu kindisch, aber das ist Geschmackssache. Auch hier Zelda Skyward Sword. Es ist eher farbenfroh. Schön und gut, aber mir hat jetzt vom Design her Twilight Princess besser gefallen. Mist, wo finde ich jetzt das? Ach hier. Nee. Twilight Princess war von den Texturen her mehr nach meinem Geschmack. Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, wenn ich jetzt nochmals wieder mal spielen würde. Hab schon wieder mal eine Weile nicht mehr angezockt. Also, ich glaube, irgendwann anfangs dieses Let's Play habe ich mal erzählt, dass ich jetzt Twilight Princess wieder mal ausprobiert habe, aber das ist auch schon wieder recht lang her. Scheiß Vieh. Und ja. Ja, hier bei Skyward Sword sieht man so im Hintergrund alles so so größere Punkte, so irgendwie unscharf und so. Und trotz Hochskalierung der Wii U. Und dafür sind super schöne Farben und so. Aber bei Twilight Princess alles ziemlich nüchtern. Weiß nicht, ob das richtige Wort erwachsen. Das könnte noch passen. Ah, ich bin im falschen Ort. Und dann ja, Wind Waker HD, wieder super kindlich und schöne, frohe Farben und so, aber dafür sehr scharf. Also, ich hoffe irgendwie, dass das Wii U Zelda dann wieder ein bisschen mehr im Stil von... Was mache ich falsch? Ah, ich muss da unten irgendeinen Schalter betätigen, richtig. Wieder mehr so im Design von Twilight Princess sein wird, hoffe ich. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht im Internet über die momentane Informationslage informiert. Ja, ich lasse mich überraschen. So. Ach, hier noch so ein Ding, aber das ist einfach. Und so. Ja, super. Und beim ersten Versuch habe ich hier für diese Stock sicher... Ja. Etwa... eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, so irgendwas in der Art gebraucht. Ich war so verpeilt. Naja. Dafür ist jetzt dieses Stückchen hier leider nicht blind, aber vielleicht schaffe ich das alles in einer... Also nicht den End, also nicht den Boss dieses Dungeons, aber vielleicht bis zum Boss des Dungeons in einer Episode. Vielleicht. Mal schauen. So und genau. Ja, von Wind Waker werde ich voraussichtlich kein Let's Play machen. Mal sicher kein Blind Let's Play. Ich bin da nämlich schon, hab da schon etwa 24 Stunden rein investiert.
Von dem her kenne ich das Spiel schon ziemlich. Aber ja. Mal schauen. Ich weiß sowieso nicht, was für Spiele, dass ich in Zukunft spielen werde. Als Let's Play. Also zwei Spiele sind schon ziemlich sicher, aber da weiß ich noch nicht. Da muss dann die Situation stimmen. Vielleicht mache ich die auch gleich als Stream, aber ich will nichts genauer verraten, denn es ist nicht sicher. So. Und nochmals Atem holen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, also man wird jetzt den PC im Hintergrund wieder ein wenig hören, im Lüfter und so. Das wäre beim Laptop nicht gewesen, aber leider hat der zu schlechte Leistung. Ups. Oh oh. Geh doch runter! So. Okay. Ich muss zwar schauen, vielleicht klappt es jetzt mit dem Filter einstellen des Schneidprogramms, dass ich die Lüftergeräusche recht gut rausschneiden kann. Aber ja, ich. Mal schauen. Ich hoffe nur, dass jetzt dass es wirklich am Laptop liegt, lag, dass die Videos so, dass das so misslungen ist. Aber ja. So. Die Füße der Statue. Das bedeutet, wir müssen dort ist der Eingang, wir müssen da lang. So, rein da. Und nee, runter, runter, runter. So. Müsste es hier einen ja, genau, aus. Runter wollte ich. Ja, es hat sich wirklich ausgezahlt, dass ich vor jeder Aufnahme, nach jeder Aufnahme ein Backup mache des Spielstandes. Und und zwar erst, wenn ich weiß, dass die Aufnahme geklappt hat. Ab und zu mache ich sogar dann vor der Aufnahme noch ein Backup. Und ja, sonst hätte ich euch jetzt einfach quasi nacherzählen sollen, müssen, was hier geschehen ist. Zombie. Muss ich da bei allen so machen, sonst sterben die nicht, oder was? Ja, scheint fast der Fall zu sein. Hat's noch wer? Oh, cool. Ein Schattenkristall? Okay. Das habe ich das letzte Mal nicht bekommen. Cool.
Jetzt noch mehr. So, ist das der letzte gewesen? Jo, cool. Wohin geht's jetzt? Ah, da hinten lang. So. Jetzt muss ich da lang. Hallo. So. Wie war das noch gleich? Also da hinten, hinter dem Wasserfall, hat es einen Text. Das sagt einem, dass man soll die Juwelen hinter den Augen treffen. Damit der Mund sich schließt und der Weg frei wird. Und jetzt hat es da so einen Stein und am besten nehme ich wieder das da. Und ja, also ab etwa hier habe ich mich nicht mehr allzu doof angestellt, bis dann der Dungeon-Boss dran war. Da habe ich wieder mich ziemlich doof angestellt. Na, kann's geben. So, boing. So, dann hier das Teil da. Und hier hoch. Und hier ran. Und hier vielleicht? Ja, ich glaube hier. Denn das führt uns einfach in die Stacheln. Hup. Oh, das war knapp. Und die Richtung wird gewechselt. Und ich glaube, hier kann ich nicht direkt rüberspringen. Ich muss hier nochmal so zurück. Genau. Und hier runter und dann hier rüber. Okay. Und noch so ein Gegner. Nochmals Richtung wechseln. Für was war das schon wieder?
Ach, der wechselt, glaube ich, auch die Richtung, so irgendwie. Nee, Mist! Ja, genau, der hier wechselt auch die Richtung. Und jetzt kann ich mich hier ranhangeln und bis auf die andere Seite rüber. Irgendwo. Ach ja, hier. Und was dann hier geschieht? Was hier unten geschieht, sehen wir in der nächsten Episode. Denn es ist Zeit für einen Schnitt.